Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und dein Geist. Zu Beginn unserer Eucharistiefeier, liebe Schwestern und Brüder, darf ich als Domdekan herzlich begrüßen die mit Bischof Gebhardt konzelebrierenden Geistlichen. Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, apostolischer Nuntius, den Metropoliten der Oberrheinischen Kirchenprovinz, Erzbischof Stefan Burger aus Freiburg, Bischof Dr. Georg Betzing aus Limburg, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Bashar Marki Varda aus Erbil im Irak und Pfarrer Martin Stöffelmeier, den Sprecher des Priesterrats. Darüber hinaus darf ich in unserem Martinsdom begrüßen Bischof Gebhardts Vorgänger im Amt, des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart, Herrn Kardinal Walter Kasper, und die anwesenden Bischöfe und Weihbischöfe sowie die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Frau Dr. Beate Gilles. Als Vertreterinnen und Vertreter der Politik begrüße ich gerne die Damen und Herren Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Landtags von Baden-Württemberg, Herrn Regierungspräsident Klaus Tappeser, die Vertreterinnen und Vertreter der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar und der Landeshauptstadt Stuttgart. Ich begrüße für unsere Diözese die Mitglieder des Domkapitels und der Sitzung des bischöflichen Ordinariats, die Vertreterinnen und Vertreter des Diözesanrats und des Diözesanpriesterrats und alle anwesenden Dekane, Priester, Diakone und Mitarbeitende in der Pastoral und Verwaltung unserer Diözese. Grüßen darf ich auch den Dompfarrer und die Vertreterinnen und Vertreter der Domgemeinde und der Seelsorgeeinheit Rottenburg, sowie die Professorinnen und Professoren der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen. Willkommen sind uns auch die Vertretungen der Ordensgemeinschaften, der geistlichen Gemeinschaften, die Trägerinnen und Träger der päpstlichen Orden, die Vertreterinnen und Vertreter der Patronatsfamilien, stellvertretend für sie alle Herzog Wilhelm von Württemberg, sowie die Vertretungen der Stiftungen, Gesellschaften und sozialkaritativen Einrichtungen und kirchlichen Unternehmen. Mein Gruß gilt nicht zuletzt von Herzen der Familie unseres Bischofs, die wegen des Schneefalls von zu Hause mitfeiern wird, und den Freunden und Weggefährten unseres Bischofs. Ich grüße Sie alle, die Sie heute hier im Dom St. Martin zusammengekommen sind. Unser aller Gruß gilt heute in besonderer Weise unserem Bischof Gebhardt, dem wir herzlich zu seinem 75. Geburtstag gratulieren dürfen und dem wir von Herzen für 23 Jahre seines bischöflichen Wirkens für unsere Diözese danken wollen, in der Mitte und an der Quelle unseres Glaubens, in der Eucharistiefeier, der großen Danksagung. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde aus nah und fern, zum letzten Mal feiere ich als Bischof hier im Dom zu Rottenburg, wo ich vor 23 Jahren die Bischofsweihe empfangen habe, die heilige Eucharistie. In dieser Stunde der Verabschiedung ist es für mich eine große Freude, dass Sie alle gekommen sind und dieses Pontifikalamt mitfeiern. Wir stehen am Ende des Kirchenjahrs, an der Schwelle zum Advent, mit seinen Erwartungen und mit seinen Verheißungen. Mit der Erwartung, dass Gott doch in dieser Welt anwesend sein möchte, um Frieden zu stiften. In der Verheißung, dass er kommt und gekommen ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus hat sich uns gezeigt als der liebende Gott, als der, der besonders diejenigen in sein Herz aufgenommen hat, die arm sind und bedrückt. Ihn, unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, um uns heil zu machen. Ihn rufen wir an um sein Erbarmen und bitten um seine Wegbegleitung.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns ins wahre, ins ewige Leben. Amen. Amen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du bist unsagbar größer, als wir Menschen begreifen. Du wohnst in unzugänglichem Licht, und doch bist du uns nahe. Gib, dass wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen und froh werden in deiner Nähe. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind. Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzitterten.
Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, hat man nicht gehört. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt, der auf ihn harrt. Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe, du warst zornig und wir sündigten. Bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. Wie ein Unreiner sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an. Keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. Doch nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Halleluja. Sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden,
damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Liebe Schwestern, liebe Brüder, für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Dieses Wort ruft der heilige Augustinus den Gläubigen seiner Diözese zu. Als ich dieses Wort zum ersten Mal gelesen habe, war ich wie elektrisiert. Augustinus bekennt, ich bin Christ. Und ich bin Christ mit euch. Und als Bischof bin ich für euch Bischof. Liebe Schwester, liebe Brüder, Augustinus versteht sich im Bischofsein mit den Gläubigen im Christsein unvertrennbar eins verbunden. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Mit den Gläubigen Christsein leben und für sie und mit ihnen meinen Bischofsauftrag auszuüben, das wollte ich in den letzten 23 Jahren verwirklichen. Mitten im Leben der Christinnen und der Christen in dieser unserer so turbulent gewordenen Zeit, mit all den angsteinjagenden Entwicklungen, Klimakatastrophe, Corona-Pandemie, barbarische Kriege, atemraubende Innovationen in der digitalen Welt, eine Zeit mit Spaltungen und unser Zusammenleben zerstörenden Lügen. Wer wollte da nicht zustimmen,
dass wir in einer zerrissenen Zeit leben, die der Heilung bedarf, der Erlösung von diesem Unheil. Liebe Schwester, liebe Brüder, mein Wahlspruch: Um unseres Heiles willen steht dafür. Dafür, in diesen zerrissenen, unheilen, heillosen Zeiten, das Heil von Gott, Heilung für uns Menschen zu verkünden, zu ermöglichen, miteinander zu leben und erlebbar werden zu lassen. Im Advent warten wir sehnsuchtsvoll darauf. Darauf, dass dieses Heil von Gott zu uns kommt und Heil wirkt in unseren persönlichen Nöten und Bedrängnissen. Liebe Schwestern und Brüder, in den Taten und Ereignissen des Missbrauchsskandals, der mich in meiner Bischofszeit von Anfang an gefordert hat, wurde diese frohe Botschaft vom uns Menschen heilschenkenden Gott aufs Schlimmste verraten. Schwerstes Unheil haben Täter in unserer Kirche über die Opfer gebracht. Mit dem Propheten Jesaja in der ersten Lesung von heute können wir mit seinen bildhaften Worten klagen: Wie ein Unreiner sind wir geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Benedikt XVI. Schrieb 2010: Nach dem Bekanntwerden des Missbrauchs in einem Brief an die Kirche in Irland: Für die Bewältigung der gegenwärtigen Krise sind Maßnahmen, die gerecht mit Unrecht umgehen, unerlässlich. Aber allein für sich sind sie nicht ausreichend. Wir brauchen, schreibt der Papst, eine neue Vision, um zukünftige Generationen zu inspirieren, das Geschenk unseres gemeinsamen Glaubens zu schätzen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Worte hören sich an, als seien sie gerade jetzt für uns heute geschrieben. Wegweisende Worte für die neue Vision einer sich erneuernden Kirche können wir schon im Zweiten Vatikanischen Konzil über die Grundausrichtung der Seelsorge lesen. Da steht: Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Was bedeutet das für uns heute? In solch turbulenten, heillosen Zeiten, wie wir sie erleben, da bekommt das Wort eines großen Theologen der ganz jungen Kirche, das ich mehr per Zufall gelesen habe, eine ganz aktuelle Bedeutung. Es lautet: Gott hat die Kirchen
wie Häfen im Meer angelegt, damit ihr euch aus dem Wirbel der irdischen Sorgen dahin retten und Ruhe finden könnt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Kirchen wie Häfen im Meer der stürmischen Zeit. Kirchen wie Häfen im Meer, das sind lebendige, einladende, attraktive und helfende und hilfsbereite Kirchengemeinden. Und viele andere Orte des Glaubens und des Kircheseins in stürmischer Zeit. Orte, in denen Trauer und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, in der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden angenommen werden. Alle Erneuerungsprozesse sollen zu einer Kirche führen, bis hinein in ihre Gestalt und Organisation, die so lebendig ist, dass sie für heimatlos gewordene Menschen ein Zuhause anbietet, dass Menschen eine bewohnbare Kirche, eine rettende, eine erlösende Kirche erleben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, meine Vision war und ist deshalb eine Kirche, in deren Gemeinschaft die Sinnsuchenden, Irrenden Sinn und Erfüllung finden. Die Verängstigten, Verunsicherten, Traumatisierten wieder Hoffnung und Mut schöpfen. Ziel geistlicher Erneuerung muss es sein, Gemeinden und viele andere Orte kirchlichen Lebens als geistlich lebendige Räume zu stärken, stark werden zu lassen, in denen das heilsame Evangelium, Jesu Christi wirklich erlebbar wird. Dass Menschen aus dem Wirbel irdischen Sorgen entkommen, sich in der Gemeinschaft der Mitglaubenden angenommen wissen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie neue Kraft schöpfen können, um dann aus dem Ruhen in Gott selbst Menschen heilsam zu begegnen. Meine Vision war und ist eine in Liebe den Menschen dienende Kirche, die zu den Menschen geht und ihnen beisteht. Meine Vision war und ist eine Kirche, die heilend wirkt, wo Menschen verletzt und gedemütigt werden oder missbraucht worden sind. Meine Vision war und ist eine zukünftige Kirche, die geistlich erneuert wirkt in unseren Kirchengemeinden und christlichen Einrichtungen und kirchlichen Aktivitäten. Dass Kirche als Gottes Volk in den Verlorenheiten, denen heutzutage viele ausgeliefert sind, immer mehr zum Raum von Heilung, von Errettung und Erlösung wird. Ein Raum der Hoffnung und der Zuversicht. Kirche als Heilland, sagt Professor Zulehner. Kirche als Heilland. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir alle, die getauft sind auf den Geist Jesu Christi, werden hierzu gebraucht als Werkzeuge des Gottesgeistes zum Heil der Menschen in diesen schweren Zeiten zu dienen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, mit großer Dankbarkeit für all das Gute, was ich durch Sie und mit Ihnen erfahren durfte, verabschiede ich mich. Für euch war ich Bischof, mit euch bin ich Christ.
Behüt euch Gott. An den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Pontius Pilatus hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Herr Jesus Christus, für uns Menschen und zu unserem Heil bist du vom Himmel gekommen und hast als Mensch unter Menschen gelebt. Du weißt um alle Not und Sorge dieser Tage und was auf Menschen lastet. Wir bitten dich in dieser Stunde. Für eine missionarische Kirche, die einen Weg in die Zukunft sucht, und von dir gesandt ist, deinem erlösenden Wort Raum und Gestalt zu geben. Wir bitten um täglich neue Kraft für alle, die in deinem Geist unterwegs sind. Wir bitten um Wachheit und Sensibilität für Menschen, die uns begegnen, mit ihren Fragen und ihrer Sehnsucht nach dir, o Herr. Wir bitten für eine Kirche, die die Welt als deine Schöpfung erkennt und leidenschaftlich für ihre Bewahrung eintritt. Wir bitten dich für alle, die sich wissenschaftlich und technisch, politisch und durch ihr konkretes Handeln dafür einsetzen, dass dieser so verletzte und geschundene Planet bewohnbar bleibt. Hilf uns, einen achtsamen Lebensstil zu führen. Wir bitten für eine Kirche, die Frieden stiftet und sich unermüdlich für den Frieden zwischen den Religionen und Völkern einsetzt. Wir bitten dich für die unzähligen Menschen, deren Leben zerstört, beschädigt und in Gefahr ist durch Terror und Krieg. Im Nahen Osten, in der Ukraine und an so vielen Orten auf dieser Welt. Sei bei allen, die für den Frieden arbeiten, sich für die Menschenrechte einsetzen und den Menschen in ihrer Not helfen. Hilf uns, das Unsere zu tun, zur Entschärfung von Spannungen und für Lösungen in Konflikten. Wir bitten für eine diakonische Kirche, die im Geiste unseres Diözesanpatrons, dem heiligen Martin, Leben und Güter des Lebens teilt. Wir bitten für alle, die an ihrem Leben leiden, durch Einsamkeit und Armut, Überforderung und Krankheit, Unverständnis und Streit. Hilf uns, ein offenes Herz zu bewahren, für die Not, die uns begegnet. Und in den eigenen Sorgen komm uns auch zu Hilfe. Wir bitten für eine heilsame Kirche. Gott, wir bitten dich für alle,
die Missbrauch erfahren haben, die verletzt, traumatisiert und verzweifelt sind. Wir bitten für alle, die so das Vertrauen in andere Menschen verloren haben. Wir bitten für alle, die an der Prävention und bei der Aufarbeitung mitwirken. Hilf uns, das Unsere zu tun für einen heilsamen Umgang miteinander und für den Schutz vor Manipulation, Missbrauch und Gewalt. Wir bitten für unseren Bischof Gebhardt, lohne ihm seine treue Arbeit in 23 Jahren. Erhalte ihm die Gesundheit, führe ihn auf einem guten Weg und lass ihn Freude finden an dem, was nun neu auf ihn zukommen wird. Herr Jesus Christus, du bist das Licht im Dunkel dieser Zeit. Auf dich hoffen wir und dir gehen wir entgegen. Dir sei Lob und Dank heute und in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und uns den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott.
alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, miteinander dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyren, mit St. Martin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt, zu allen, die aus seinem Geist zu leben versuchen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir um den Frieden. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit euch.
Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich mir ein Wort, so wird meine Seele gesund. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel herabgekommen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allen dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lieber Bischof Gebhardt, liebe Geschwister im Glauben, hier im Rottenburger Dom, ein bewegender Gottesdienst geht zu Ende, bewegend am 75. Geburtstag unseres verehrten Bischofs Gebhardt Fürst. Ich glaube, im Schwäbischen sagt man Ade, und für das Ade ist es jetzt Zeit. Ade für Gott oder bei Gott oder mit Gott. Wir können das übersetzen, wie wir es wollen und brauchen. Es ist jetzt ein Ade an dich, lieber Bischof Gebhardt, wenn heute und dann genau genommen wahrscheinlich am Montag eine Ära von fast einem Vierteljahrhundert hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart zu Ende geht. Schon jetzt kann ich sagen, ich bin mir sicher, es ist kein Ade für immer, sondern es ist temporär. Wir werden dich erleben können, wir werden dich hören, wir werden von dir hören und darauf freuen wir uns schon jetzt. Du bist nicht aus der Welt, aber du legst deine Verantwortung im Bistum Rottenburg-Stuttgart als Bischof nun ab. Und das ist Anlass für mich, dir aufrichtig zu danken im Namen der deutschen Bischöfe, für die du, das darf ich hier sagen, unermüdlich in der Konferenz und weit darüber hinaus gewirkt hast und in der du dich, wo immer es ging, zu Wort gemeldet hast. Du warst und bist kein Leisetreter. Du bist keiner, der lieber schweigt, ganz im Gegenteil. Du hast und beziehst Position und von deinen vielfältigen Erfahrungen hier im Bistum hast du immer wieder berichtet. Vor allem von Synodalität, von gemeinsam getragener Verantwortung in diesem Bistum seit vielen Jahrzehnten. Wie das weiterentwickelt und gelebt wird, davon hast du uns in der Bischofskonferenz immer und immer wieder berichtet. Das ist für dich nicht einfach eine Lebensart, es ist die Umsetzung einer Vision von Communio. Du hast es uns in der Predigt heute sehr bewegend und deutlich gesagt. Und so ist es dir gelungen, Wegmarken zu setzen, die für Aufmerksamkeit nicht nur hier im Bistum Rottenburg-Stuttgart, sondern im ganzen Bundesgebiet und ja auch darüber hinaus sorgten, auch über die Alpen hinweg. Oft hast du dich am Vorbild des heiligen Martin orientiert, hier in diesem Martinsbistum, Martin, der geteilt hat. Du hast Communio und Kirche mit anderen geteilt, du hast deinen Glauben geteilt, du hast aber auch Geteiltes versucht zusammenzuführen. Als Zielmarke für dich gilt dein bischöflicher Wahlspruch aus dem großen Glaubensbekenntnis Propter Nostram Salutem. Gleich können wir diesen Wahlspruch erklingen hören. Um unseres Heiles willen ist Gott Mensch geworden. Genau das hat dich stets angetrieben. Du hast deinen Dienst in die heilende, befreiende Botschaft Jesu gestellt. Das durften wir auch in der Bischofskonferenz erfahren, deren Mitglied du 23 Jahre gewesen bist. 22 Jahre davon in der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz und ebenso lange Vorsitzender der Unterkommission Bioethik und dazu noch 4 Jahre Mitglied des Nationalen Ethikrats der Bundesregierung. In dieser langen Zeit hast du dich nie gescheut,
dich zu schwierigen ethischen Debatten zu äußern und kontrovers zu diskutieren und das christliche Menschenbild mit seinen Konsequenzen deutlich zur Sprache zu bringen. Denn auch dir persönlich liegen gerade diese Themen besonders am Herzen: der Schutz des Lebens der Bedürftigen, der am Rande Stehenden und die Frage nach einer verantworteten Ethik, das prägt dich. Du hast im Besonderen geprägt auch die Medienarbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Von 2006 bis 2021 warst du Vorsitzender der Publizistischen Kommission, 14 Jahre lang Vorsitzender der Jury des Katholischen Medienpreises. Kurzum, du warst der Medienbischof und hast diese Aufgabe mit Herzblut erfüllt. Und immer hast du eigentlich gedacht, wir anderen wissen von diesem Thema nicht wirklich Bescheid. Man müsste mehr darüber reden und sich mehr zusammenbinden. Und ich finde, da hast du nicht Unrecht gehabt. Medienwandel, Medienethik, Medienkompetenz und Theologie, strategische Überlegungen für die kirchliche Medienarbeit, Jugendmedienschutz, Digitalisierung. Man könnte noch viele Themen anführen, die diesen Bereich berühren und die du nach vorn gebracht hast. Wahrlich war der Vorsitz nicht immer leicht und nicht immer bequem. Doch du hast dich allen meist kontroversen Themen und Fragen der Medienschaffenden gestellt, sei es vor der Kamera oder mehr noch in Hintergrundgesprächen, die ja so wichtig sind. Mit großem Respekt, lieber Gebhard, danke ich dir für diese so wichtige Bereitschaft. Bei allen Engagements, die noch zu nennen wären, möchte ich eins besonders hervorheben, zumal du gleich zweimal Gastgeber für Katholikentage im Bistum Rottenburg-Stuttgart gewesen bist. An den letzten wunderbaren vor einem Jahr erinnern wir uns alle sehr, sehr gerne. 16 Jahre hast du als geistlicher Assistent und Mitglied des Präsidiums und des Hauptausschusses des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken gewirkt und dessen Entwicklung aktiv begleitet. Wir sind dir dankbar, dass du dieses Bindeglied gewesen bist zwischen den beiden großen Gremien unserer Kirche hier in unserem Land. Eine Aufgabe, die nach wie vor unverzichtbar ist. Vermittelnde Positionen einnehmen, Positionen vermitteln von der einen auf die andere Seite, das hat dir am Herzen gelegen. Und noch mehr am Herzen gelegen hat dir, für diese Menschen auch Priester und Seelsorger zu sein. Das ist deine Leidenschaft. Lieber Gebhard, ich danke dir ganz persönlich, dass du die Kirche in Deutschland auf ihrem synodalen Weg immer gefördert hast. Du hast dich klar erkennbar geäußert und auch dich kritisch eingebracht. Deshalb warst du ein Übersetzer gerade in dieser so wichtigen Zeit, du hast es angesprochen, als wir nach den erschreckenden Ergebnissen der Missbrauchsstudie uns aufgemacht haben zu einem Weg der Umkehr und Erneuerung. Danke für alles, was du dazu beigetragen hast. Nun gehst du in den Ruhestand und ich habe es schon im kleinen Kreis der dir Zusammenbischöfe sagen dürfen, wir wünschen dir lange, lange Jahre, in denen du etwas erleichtert von den Arbeiten, die ein Bischof tun muss, denen er sich nicht entziehen kann, dass du etwas genießen kannst vom Leben und Glauben, so wie du es uns eben in der Predigt noch einmal deutlich gemacht hast, dass du den Glauben als Kraftquelle, als Trost und als ziehende Perspektive erleben darfst. Gott befohlen, lieber Gebhard, und Ade.
Der Adventskranz ist ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht Dunkel und Tod, sondern Licht und Leben siegen werden. Denn Gottes Sohn ist zu unserem Heil Mensch geworden und hat durch seinen Tod das Leben für uns alle neu geschaffen. So segne ich nun den Adventskranz für die beginnende Adventszeit. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserer Sehnsucht nach Frieden und Heil und in unserem Suchen nach Sinn und Leben nicht allein. Darum schauen wir am Beginn dieses Advents auf zu dir, von dem wir alles erwarten. Wir bitten dich, segne diesen Adventskranz und diese Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist, dem auch die kommende Zeit gehört. Sie sind ein Zeichen, dass du das Licht bist, das in die Dunkelheit der Welt Hoffnung bringt und unsere Finsternis erhellen kann. Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht an diesem Kranz entzünden, so lass uns in der Liebe Christi wachsen. Mache uns bereit für die Feier seiner Geburt und lass uns einmal seine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit schauen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende bleibt der Dank. Ich möchte danken. Dank an den Konzelebranten, danke den Bischöfen und den Weihbischöfen für das Mitwirken, das Mitfeiern dieses Gottesdienstes. Namentlich möchte ich mich bedanken bei Erzbischof Dr. Nikola Eterowitsch, dem Apostolischen Nuntius, bei Erzbischof Stefan Burger, Freiburg, bei Bischof Dr. Georg Betzing, Limburg, dem Vorsitzenden unserer Bischofskonferenz. Danke an alle Mitfeiernden aus der Diözese und dem öffentlichen Leben. Dank an die Musiker, an die Sängerinnen und Sänger, die Rottenburger Dombläser, Chor der Dommusik Rottenburg, mit Sängerinnen und Sängern des Domchors, der Mädchenkantorei und der Männerstimmen der Domsingknaben unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmidt. Und ich danke dem Organisten Georg Oberauer. Danke natürlich ganz besonders für das große Geschenk dieser Komposition Propter Nostram Salutem. Ich danke den Kantorinnen und dem Kantor, den Lektorinnen, Kommunionhelferinnen. Ich
danke für die Dienste in diesem Gottesdienst und den vielen Gottesdiensten in all diesen schönen, vielen Jahren. Besonders danke ich den Ministrantinnen und Ministranten. Wie oft haben wir miteinander hier gefeiert. Wir danken auch den Mesnern und allen, die den Dom geschmückt und sauber gehalten haben, dass wir so in festlicher Runde miteinander feiern können. Ich möchte noch zwei Personen besonders benennen. Wir haben diesen Gottesdienst nur feiern können, weil Frau Schäfer-Krebs ihn mit mir zusammen vorbereitet hat. Ich danke ihr ganz besonders. Und ich danke noch Domkapitular Klaus Krämer, der die ganze Feier, den Festakt oben und hier, alles und das, was noch auf uns zukommt, vorbereitet hat. Natürlich mit anderen zusammen, denen ich auch herzlich danke. Lieber Klaus, vielen Dank. Jetzt danke ich noch allen, die Sie gekommen sind, mitzufeiern und mitgefeiert haben, auch an den Bildschirmen zu Hause. Ich freue mich, dass wir so auch über den Äther hinweg eine große Gemeinschaft waren. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen Gott bitten, dass er uns segne, unsere Kirche, unser Zusammensein in dieser Diözese, dass Sie, wir alle, eine gute Zukunft haben. So möchte ich Gott um seinen Segen für Sie, für uns alle erbitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so segne und schütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.